Hey Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Es tut mir leid, ich stehe schon oben auf dem Turm. Warum stehe ich schon auf dem Turm? Ihr habt ungefähr 10 Minuten jetzt verpasst. Aber so viel habt ihr auch nicht verpasst. Ich wurde halt da unten getroffen, dann wurde noch... war noch Gewitter gewesen. Und da bin ich noch vom Blitz erschlagen worden, deshalb ist auch Mifas Gebet schon wieder hier am Rennen. Und dann da unten, das ist kein normales Wasser, nein, das ist Moor, das ist Sumpf oder was auch immer. Dann habe ich mich jetzt hier hochgekämpft und nun bin ich hier. Dann wollte ich die Amiibos gerade noch einsetzen. Habe aber dann gedacht, ach nee, halt, das geht ja hier gar nicht. Ich habe diese eine Truhe gespawnt, hier ist irgendwas drin, was ich nicht gebrauchen kann. Ein Soldaten, zwei Händer. Und die restlichen machen wir dann gleich wieder unten. So, wir aktivieren jetzt erstmal diesen Turm und ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Wenn nicht, muss ich das halt dann zusammenschneiden. Ist ja kein Problem. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, nee, das hier ist ja ein kleines Gebiet, ne? Das ist der Wald oben. Kleines Gebiet. Tatsächlich, es ist der Wald. Die verlorenen Wälder. Ja, da darf ich natürlich nicht hinfliegen, ne? Aber ich kann doch bestimmt hier hin und von hier aus kann ich schauen. Und wie ich schauen kann. Allerdings möchte ich jetzt erst genauer auf die andere Seite, beziehungsweise haben wir hier noch irgendwo einen Schrein. Nein. So, Deupan-Rubin. Makoro-Fluss, Makoro-Insel hier, Salia-See, Mido-Sumpf, Rauru-Hügelkette, Ulmo, okay, den kenne ich jetzt nicht, Alno-Kette, kenne ich auch nicht, Sorbo kenne ich, Vergessener Tempel, wie bitte? Marita-Ebene, Marita-Hügel, Hügel, ja, vor allem Hügel. Freunde, wir haben doch schon viel aufgedeckt, ne? So, als nächstes gehen wir dann hier hin zum Todesberg. Da habe ich ja schon erzählt. Dann dahin, dann hierhin, dann dahin und dann noch diese einzelnen Dinger da abklappern. So, das heißt, ich muss jetzt, Moment, ich markiere das Teil mal. Nein, halt. So. Das Teil hier kann bitte schön verschwinden. Jetzt muss ich da hinten irgendwo hin. Es regnet. Das ist wunderschön. Und ich muss den Berg hoch. Ich gehe einfach da hinten den Berg hoch. Fertig. So, der Regen hört ja auch gerade schon wieder auf. Das ist wunderbar. So, hier setze ich jetzt erstmal die Amiibos ein. Das ist natürlich eine wunderbar gerade Ebene. Höre ich einen Krog? Nein. So, hier setze ich jetzt einfach mal die Amiibos hin. Wie gesagt, eine habe ich schon aktiviert. Moment mal. Frostding habe ich noch nicht. Zitterling habe ich auch noch nicht. Rüstling? Hä, den habe ich doch. Ne, das war ein Schwertling. Sprutling. Halt. Nein, halt. Blutling habe ich doch schon. Okay, was haben wir hier drin? Irgendwas Gutes, komm. Oh, die grimmige Gottheitmütze.
Das war gerade nämlich gerade das Majora's Mask Amiibo. Die grimmige Gottheit. Wunderschön. Upsala. So. Fisch. Habe ich, glaube ich, schon alles fotografiert. So, was haben wir hier drin? Oh, den Ruta-Helm. Nochmal Schwimmtempo. Ja, so. Aber eh, ah, den habe ich auch verstärken lassen. Okay, aber Schwimmtempo. Okay. Es fängt schon mal gut an. Fleisch. Halt, wo willst du hin? Hey! Pass auf, jetzt ist da nichts drin. Irgendwie was ganz Billiges, pass auf. Okay, die Zeithose. Also heute bekommen wir hier aber unseren Loot. Freunde, und somit haben wir das Zeitgewand komplett. Wir haben die Zeitmütze, das Zeitgewand und die Zeithose. Yay, jetzt darf ich wieder hochlaufen. Nee, komm, das machen wir jetzt hier. Falsch, hier das. Und wieder Pilze. So, komm, bitte noch mal was. Sanderlanze. Okay, Moment mal. Den kann ich nicht wegwerfen, verdammt. Ritterschwert. Ah, das Großschwert möchte ich eigentlich auch gerne behalten. Ich muss leider den Hammer wegwerfen. Mache ich gerade mal ein Foto. Was war das jetzt? Der Sora-Bogen? Sora-Bogen, okay. So, die Sanderlanze. Schild. Wächterschild plus. Dankeschön. So, nächstes Amiibo. Wir haben noch drei Stück. Schon wieder Pilze. Aber ich glaube, das kann man nicht bestimmen, welche. Wo ist das Ding jetzt hin? Edeltrüffel. Mein Ziegenbock mal wieder. Verdammt, wo ist die Kiste jetzt hin? Jetzt sagt nicht, die ist ganz hier runtergerollt. Das ist doch jetzt wohl wirklich nicht wahr, oder? Wenn da jetzt irgendwas Wertvolles drin war. Oder ist sie vielleicht da runter? Nein. Verdammt, der hat mich gesehen. Schleichglöckchen. Hey, wo ist sie denn? Sagt nicht, die ist ganz da runtergerollt. Das kann doch gar nicht sein. Die ist hier nicht, verdammt. Wo ist diese Kiste hin? Warte mal. Ich hab da so eine Idee.
kann doch nicht ganz da unten sein. Nein, ist sie natürlich nicht. Das ist ja jetzt wohl nicht wahr. Wo ist diese Kiste hin? Ich könnte mir das jetzt in der Aufnahme nochmal anschauen, aber... Da drin. Wahrscheinlich. Soll nicht runter. Wo ist diese Kiste hin? Die da hinten ist es nicht. Da ist ja schon wieder das Teil da hinten. Jetzt sind die anderen Kisten auch weg, ist klar. Ich glaube, unsere Kiste ist für immer weg. Du bleibst jetzt hier. Wächter-Axt plus. Wo kommt ihr denn her? Das habe ich schon, ne? Ja. Wie denn jetzt hier? Hau nur ab, genau. Ach halt. Werf jetzt einfach das Teil hier weg. So, das nehmen wir. Ach so, da habe ich schon. Ach so, ja, stimmt. Warte, nein. So. Nein. Jetzt aber. So, okay, das letzte Amiibo. Pfeile, okay. Kann ich jetzt vielleicht... Wo kommt ihr denn alle her? Moment mal, welches... Der zeigt auch leere Kisten an. Okay, Freunde, das war's dann für heute.
versuchen wir einfach hier weiterzugehen, okay? So, Regen soll es ja jetzt in nächster Zeit nicht geben. Ah, ist der Todes. Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Wenn du es brauchst. Ja, danke schön. So, da ist der Turm. Der Vulkan, der Todesberg. Ich muss aber erstmal zum Turm. Nee, ich muss nicht, aber ich will. Ohne Turm mache ich hier gar nichts. Ohne Essen werde ich zur Furie. Als ich nichts anderes gefunden habe zum Essen, weil ich davor schon alles aufgefuttert habe, habe ich mir Hauptala. Ah ja. Was ist das denn? Da habe ich mir Klopapier genommen, habe ich Kakao zugemacht und das habe ich dann aufgegessen. So. Oh. Topa. So, wie sehe ich das? Ja, wunderbar. Was? So kleine Ibaroks, verdammt. Verdammt, der geht gleich kaputt. Oh je, verdammt. Wer hebt das Ding doch nicht auf. Natürlich bringt das nichts. Oh je. Okay, sie lassen mich mal in Ruhe. So, hörst du mal da. Was ist das denn da oben? Den kann man gar nicht sehen. Nein, ich weiß ganz genau, was... Och, komm schon. Ja, wahrscheinlich zieht er so viel auf einmal ab. Okay. Okay. Ich will was essen, verdammt. Da sind noch mehr von denen wahrscheinlich. Da hinten ist mein Turm. Was? Oi, 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 oi. Bin ich draußen aus diesem Feuer Ding? Hier sieht es nämlich immer noch verdammt heiß aus. Nee, ich glaube, das ist hier vorbei. Okay, ich brauche irgendeinen Feuerschutz. Aber ich glaube, ich habe doch sowas, oder? So ein Anti-Wärme-Ding da. Moment, wo ist mein Turm jetzt? Der da hinten ist ganz bestimmt nicht. Doch. Müsste genau da vorne sein. Das ist doch nicht etwa der da hinten. Nein, das ist der da. Aber das da, das müsste... Ja. Okay, dahinter. Gibt es hier irgendwo auch einen normalen Weg, den ich gehen kann? Ich glaube nicht. Aber
ich hab doch so ein Anti. Hier sowas, ne? Nee, halt. Das da. Genau. Das Teil brauche ich. Oder ich brauche halt dementsprechend so eine komische Rüstung. Ich glaube, hätte ich jetzt dieses Amiibo von dem Titan, also von diesem Starhawk Amiibo, hätte ich das jetzt da drauf gestellt, hätte ich vielleicht die Maske von dem bekommen und hätte dann vielleicht auch einen Wärmeschutz. Ja, aber das wäre, ich glaube, das wäre ein bisschen. Wo ist denn eigentlich der Titan? Okay, wir haben ja auch schon das U-Boot. Hab ich das schon fotografiert? Nein. Halt, was? Elden Strauß? Sind wir in Elden? Da ist ein Schrein, den sieht man gar nicht. Aber ich glaube, da darf ich noch nicht hin. Ich muss erstmal hier hoch. So, ich hoffe, man kommt auf dem Turm ohne dass man irgendwie Hitzeschutz braucht oder so. So, dann müsste da vorne sein, hinter dem Turm da. Ja, und da fließt noch schön Wasser, ne? Ist das da ein Ivarok? Ich glaube nicht. Also, denn ist dieser andere Turm. Und hier oben habe ich einen schönen Überblick. Von hier habe ich keinen guten Überblick. Aber hier kann ich laufen, ne? Nein, darf ich nicht. Wenn ich hier laufe, macht mir nichts aus. Da ist mein Turm. Okay, hier macht's mir nichts aus. Verdammt, doch hier. Jetzt nicht mehr. Ach, ich sehe es auch da unten an der Temperatur. Fällt mir jetzt erst auf. So. Gibt es hier irgendwelche Probleme wieder? Nee, der sieht ganz machbar aus. Dann gehe ich doch gleich von hier dorthin, oder? Finden wir vielleicht irgendwo Goronia? Vielleicht kriegen wir auch von den Goronen die Rüstung. Verdammt. Geh ganz schnell hier hoch. Ohne dass du. Ja, okay, geh hier hin. Der Turm scheint ja dann wohl nicht Lava. Was ist das da? Darf ich da hin? Ich habe schon wieder verpasst. Okay. Elden Turm. Tatsächlich, wir sind in Elden. So, da hinten ist mein anderer Turm. Wo ich als nächstes hingehe, da muss ich ja irgendwo hochklettern, verdammt. Da ist der Titan. Oh, das ist ein riesiger Wächter, ich weiß es nicht. Ich denke aber, es ist der Titan. So. Sind wir hier schon fast oben. Aber wie gesagt, ich aktiviere hier nur den Turm. Wenn ich Goronia finde, vielleicht kriege ich dann ja da irgendwie einen Hitzeschutz oder so. Oder wir gehen direkt weiter nach Akala. Wenn wir dann Akala erreicht haben, das Akala-Institut, dann suche ich noch diese drei Schreine. Dort will ich dann noch hin. Ah, ich glaube den einen, da können wir noch gar nicht hin, aber dann die anderen zwei. Da kommen wir. Ja, da kommen wir hin.
Und danach gehen wir erst zu Goronia, also zu Goronia, zum Titan, also hier zum Todesberg, also ja, ihr wisst, was ich meine. So, aktivieren bitte. Okay, das Gebiet sieht aber ziemlich klein aus, ne? Oh mein Gott! Was ist das? Ich muss gucken. So, also hier ist das Ding. So, mal schauen, was haben wir denn hier jetzt für komische Namen wieder? Milchsee, Kobisee, Specksteinklippen, Hugo, Medico, Krogoteich, Marogoteich, Goronenquelle, irgendwas. Darunia See. Krabbinsel, ja, das sieht auch aus wie eine Krabbe. Damals sieht Todeskrater und da klettert irgendwo der Dings rum, ne? Eldenklippen. Okay, das ist, da waren wir schon. Okay, das ist Elden, das Ganze hier. Wo sind die Goronen, bitteschön? Hier wahrscheinlich im Wasser, ne? Ich glaube, die sind irgendwo hier drin. Goronenquelle, wahrscheinlich da. Oder da. Ich glaube eher, dass sie da sind. Das sieht ein bisschen nach den Goronen aus. Okay. So, sehen wir irgendwas, was uns auffällig erscheint, außer das Fieder? Nein. Oder? Hier unten irgendwie was? Schreien sehe ich nicht. Keine Ahnung, was das da unten ist. Gibt's auch, glaube ich, gar nicht wissen. So, da ist auf jeden Fall mein Schrein. Upsala, nein. Das Teil da. Ja, weg damit. So, da gehe ich als nächstes hin. Halt. So, sehe ich vielleicht noch irgendwo ein Schrein. Was ist das da? Ah, okay. Okay, also ich gehe zum Schreiner. Ist wieder ein Stall. So, von dem Stall aus gehen wir dann da hoch und dann irgendwie zum Turm und dann das Institut finden. Wo das ist, weiß ich nicht. Wir kommen sogar direkt zum Schrein. Oder stürzen halt kurz davor ab. Aber hier sind überall Steine. Ruhe, ich schaue erstmal hier. Hier ist schon wieder dieser komische Vogel, Stall am Berge und ein Gorone. Hast du eine Aufgabe für mich? Nee. Hast du eine Aufgabe für mich? Nee. Der Porträtzeichner, das siehst du nicht da. Nicht mal Bedienung hier. Ah, doch, da ist er. So, du hast auch keine Aufgabe? Nee. Komm, dann schauen Sie. Er schon wieder.
Oh, und ein Eisenhammer. Den habe ich natürlich noch nicht fotografiert. Meine wichtigste Waffe in diesem Spiel hier. Ein Esel habe ich auch noch nicht. Habe ich gerade edel gesagt. Das Pferd habe ich schon, das Pferd habe ich schon. Freunde. In der nächsten Folge. Wo ist der Schrein? Da. Ist das ein Kamel? Nee, ein Strauß. Das sah aus wie ein Kamel. Oder irgend sowas. Trommeter. Ich will euer Geflügel. Dich wollte ich eigentlich nicht. Aber okay, Edelgeflügel sogar. So. Moa Kishoto Schrein. Freunde, in der nächsten Folge gehen wir also hier rein. Dann da oben auf den Turm und wenn wir Glück haben, finden wir das Hateno, das Akala-Institut. Also seid gespannt auf die nächste Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. Bis zum nächsten Mal, bis dahin, haut rein und ciao.